Herzlich willkommen zum DFB-Pokal-Finale. Oh, Finale. Oh. Berlin. Das sagen sich Leipzig und Dortmund. Die fahren nach Berlin, um gegeneinander zu spielen. Letzte Woche war es für Dortmund easier, die konnten zu Hause bleiben und Leipzig kam, um die 3 Punkte abzuliefern. Jetzt hat Leipzig gefühlt Heimvorteil, weil es ja von Berlin nach Leipzig nicht so weit ist wie von Dortmund nach Berlin. Aber egal, das zählt auf neutralem Platz wenig. Was zählen wird, ist die Form. Und wer ist denn hier zu bevorzugen, Mr. Chris Kastorien? Ja, ultra interessante Vorzeichen. Also wir haben ja zum einen, machen wir jetzt keine großartige Analyse, wie die Leute ins Finale oder die Teams ins Finale gekommen sind, aber wir haben auf der einen Seite Julian Nagelsmann, der Leipzig nach einer im Prinzip ultra erfolgreichen Zeit verlassen wird. Das möchte er natürlich am allerliebsten mit einem Titel machen. Auf der anderen Seite haben wir auch den Terzic, der nächste Saison nicht mehr Trainer sein wird, der, das muss man sagen, eigentlich gar keine erfolgreiche Saison hat, hat das Team von Lucien Favre übernommen, da waren sie eigentlich auf einem deutlich besseren Platz, aber irgendwie hat es medial geklappt vom Team, es gab eigentlich ganz, ganz wenig Kritik und der möchte natürlich jetzt auch den Titel holen. Damit wäre übrigens der jüngste Trainer beim BVB, der einen Titel, einen DFB-Pokal gewinnt. Und auch ganz interessant, vor dem letzten Bundesligaspiel haben wir gesagt, Leipzig wird das in der Bundesliga verlieren und dann vielleicht mit einer anderen Taktik im DFB-Pokalfinale auftrumpfen. Sie haben aber in den letzten 30 Minuten ordentlich Gas gegeben in Dortmund und fast sogar den Punkt oder sogar die 3 Punkte geholt. Jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, Radek, der BVB hat seit 7 Spielen nicht mehr gegen Leipzig verloren. Also das heißt, die Favoritenrolle vielleicht bei den formstärkeren Dortmundern, die wirklich seit ein paar Spielen in der Liga für Furore sorgen. Leipzig ist die Luft raus oder hauen die jetzt nochmal einen raus im Finale? Was denkst denn du? Alles so, wie du es gesagt hast. Mit der Unterscheidung, dass man wirklich nicht wirklich weiß, was man von Leipzig halten soll. Weil die, glaube ich, schon jetzt anders auftreten als gegen Dortmund in der ersten Halbzeit. Denn man muss ja auch sagen, die zweite Halbzeit hat ja Leipzig dann gewonnen. Der Joker für Dortmund im Ärmel könnte natürlich Haaland sein, der beim Spiel gegen Leipzig auf der Tribüne saß. Wenn er wieder fit werden sollte, das ist die Frage, wäre das natürlich ein Punkt, der Dortmund natürlich voranbringen könnte. Grundsätzlich ist es beim Blick auf die Quoten schon so, dass dieses Match, wenn es so ausgeglichene Quoten sind, meiner Meinung nach schon das Value bei Dortmund liegt, weil die in den letzten Wochen einfach super stark gespielt haben und Leipzig auf der anderen Seite eben nicht. Jetzt kann man sagen, das lag an der Motivationslosigkeit, aber schafft Leipzig das auf einen Punkt jetzt wieder so da zu sein, nachdem sie jetzt irgendwie die letzten Wochen eher so im Schongang unterwegs waren? Und das darf man getrost bezweifeln. Auch glaube ich, dass der Trainereffekt bei Dortmund ein anderer, besserer sein wird, weil Terzic, der hat sich ja leicht gesteigert oder so ziemlich stark gesteigert, nachdem es am Anfang schlecht lief, während Nagelsmann ja innerlich ja längst gekündigt hat und das merken natürlich auch die Spieler, von denen auch viele weg sind und sich dann quasi nochmal zusammenzuraufen, um diesen Titel nach Leipzig zu holen, also ich glaube, da ist bei diesen Spielern nicht sehr viel Motivation vorhanden. Deswegen würde ich hier doch mit Dortmund sympathisieren. Und was krass ist, Asian Handicap 0 auf Dortmund gibt eine Quote von 2,0. Diese Wette kann man eigentlich nicht verlieren. Außer wenn Leipzig gewinnt. Mhm. Aber so ist es halt nun mal beim Drei-Wege-Ding. Ich finde es aber auch spannend, weil meine Lieblingswette wäre hier ein Unentschieden. Hab aber auch die Favoritenrolle auf Seiten der Dortmunder. Denn, naja, wenn Haaland spielt, dann habe ich dann doch irgendwie das Gefühl, dass der das Zünglein an der Waage sein würde. Und irgendwie macht der BVB wieder Spaß. Du hast alles zu Leipzig gesagt, was man sagen kann. Ist eine super interessante Konstellation. Aber Haaland ist wichtig. Auf Seiten der Leipziger spricht wieder dafür, dass der BVB ultra nervös eigentlich immer ist, wenn es um was geht. Also wir hatten das in der Champions League, wo sie dann
auch in der Liga, wo sie gewinnen mussten. Dann lagen sie 2-3-0 vorne, dann haben sie ein Gegentor kassiert und auf einmal war Polen offen sozusagen. Und sowas kann natürlich Leipzig mit diesen starken Offensivspielern auch ausnutzen. Fun Fact gebe ich dir noch mit, für Mats Hummels ist es das 6. DFB-Pokalfinale, auch Respekt dafür. 2012 hat er mit dem BVB schon gewonnen und 2019 mit dem FC Bayern. Also wäre auch nochmal so eine schöne Randstory. Sympathie auf Dortmunder Seite, Form auf Dortmunder Seite. Vor dem Spiel war tatsächlich die Idee, auf Leipzig zu gehen, aber mittlerweile bin ich auf dem Hype-Train der Dortmunder angekommen. Und muss man auch sagen, der Vollständigkeit halber hat Hummels 3 der 5 Finalspiele verloren, was sicherlich jetzt nicht der beste Wert eines DFB-Pokal-Finalteilnehmers ist. Den hat ja bestimmt Bastian Schweinsteiger, glaube ich, als Rekord-DFB-Pokal-Gewinner. Auf Ergebnisse zu wetten macht nicht immer viel Sinn, schon gar nicht beim DFB-Pokal. Ein 1-1 halte ich da durchaus im Bereich des Möglichen. Wir haben vorher noch die Quoten auf über 2,5 Tore gesehen. Da ist es eigentlich ein bisschen überraschend, dass die Quote auf über 2,5 Tore relativ hoch ist mit 1,78. Sollte Haaland spielen, würde ich sagen, over 2,5 ist eine super Wette. Wenn er nicht spielt, glaube ich, wird es vielleicht eher so eine Defensivkiste, weil Leipzig ja als eine der besten Defensiven der Bundesliga durchaus mauern kann und vielleicht dann mit Peter Gulaschi auch einen besseren Torwart im Elfmeterschießen hätte. Aber ich denke trotzdem, wir sehen hier einen knappen Dortmund-Sieg, wie in der Liga auch. Und das gibt eine 10er-Quote, finde ich klasse. Also 2-1 ist ja eigentlich so das häufigste Ergebnis im Fußball und dafür eine 10er-Quote zu kriegen bei so einem Spiel auf Augenhöhe mit Coinflip-Charakter, finde ich die 10er-Quote durchaus gut. Warum weinst du? Weil, ja, endlich sprichst du mich an. Ich kann das natürlich nicht ewig anziehen, weil ich zu Tränen gerührt bin, dass dir einer abgeht bei einer Quote von 1,78, dass ich sowas noch erleben kann. Also man merkt schon, es ist eine ultra lange Saison und und mir geht ja schon immer bei der 1,71 ab. Also das muss ich sagen, bin stolz. Nee, ich bin zu Tränen gerührt, stolz auf dich. Ich nehme auch das 2-1 auf den BVB mit. Ich freue mich auf dieses DFB-Pokalfinale. Ich finde es ehrlich gesagt geil, dass es an einem Donnerstag ist, weil dann schaue ich mir das auch mal an. Finde es immer doof, wenn es irgendwie Samstag zur besten Saufzeit ist, ja, oder Sonntag, oder wann so ein DFB-Pokalfinale halt ist. Aber nee, diesen Donnerstag, Leipzig, Dortmund, schaltet es ein. Gebt eure Tipps in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns wieder zum Abstiegskampf. Gefällt mir. Bis demnächst. Ciao.